Logok ist ein Pokémon, der mit den Typen Feuer und Kampf existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe des Starter-Pokémon Flamli, welches sich selbst zu Yumdu und dann schließlich zu Logok entwickelt. Seit der sechsten Spielgeneration ist Logok in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Logok zu vollführen. Flamli bekommt man in der Hönnenregion von Professor Birk zum Start seiner Reise, falls man es möchte, als kleines Dankeschön geschenkt. Alternativ kann man die Starter-Pokémon Hydropy oder Gekabau wählen. Logok ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und hühnerähnliches Pokémon, das in ein hauptsächlich rot gefärbtes Federkleid gehüllt ist. Ein Areal auf der Brust wie auch die unteren Teile der Beine sind dagegen gelb. Die Hitze, welche sein Körper ausstrahlt, sorgt dafür, dass sein Federkleid alle paar Jahre verbrennt und sich erneuert, wodurch weiche, neue Federn an die Stelle der alten treten. Das Pokémon besitzt einen sehr schlanken, athletischen Körperaufbau. Die Arme sind schmal, muskulös und hellbraun gefärbt. Die Hände bestehen aus drei dicken, mit kurzen Krallen bespickten Fingern. Ist Logok aktiv, lodern heiße Flammen aus seinen Handgelenken. Die Beine sind im Gegensatz zu den Armen sehr breit und massiv und an ihren Enden lassen sich gerade so noch die kurzen spitzen Krallen erahnen. Hinten wächst dem Pokémon ein kurzer Schwanz und das auffälligste optische Merkmal ist der ausgeprägte beigefarbene Federkamm, welcher Logoks Brustbereich und Hinterkopf umschließt und in großen Ausläufen nach hinten ragt. Über die Nase wachsen zwei lange Spitzhörner und der Mund besitzt scharfe Enden. Die Augen bestehen aus gelber Lederhaut, blauen Iriden und schwarzen Pupillen. Und durch die Nutzung eines Logok-Nieten ist das Pokémon in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollziehen. Dabei verändert sich seine äußere Erscheinung in einigen Punkten. An den Beinen und im Brustbereich befinden sich nun schwarze Flammenmuster und aus den Handgelenken brennen je zwei sehr lange schmale Flammen. Der Federkamm ist kürzer als normalerweise und weist nun nach oben. Der Rest des beigefarbenen Federbuschs, welcher den Oberkörper umschließt, ist auffälliger und prägnanter. Das auf der Stirn sitzende Horn ist nach oben gekrümmt. In der Shiny-Form wird Logok insgesamt kräftiger und dunkler gefärbt. Mega-Logoks schillernde oder Shiny-Form tendiert insgesamt ins Orangefarbene. Logoks Movepool besteht größtenteils aus physischen Attacken, wie zum Beispiel Feuerpfleger, welche in der dritten Spielgeneration auch seine Spezialattacke war, Himmelhieb oder Gifthieb. Allerdings wird sein Movepool mit speziellen Attacken, wie zum Beispiel Flammenwurf, Feuersturm oder Fokusstoß ergänzt, was man auf seinen Feuertypen zurückführen kann. Zudem kann es, obwohl es nicht vom Typ Flug ist, Sturzflug einsetzen, was auf seine guten, starken Beine und die damit verbundene Sprungkraft hindeutet. Wie alle Feuerstarter-Pokémon ist es mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Attacke Feuersäulen zu erlernen. In Kombination mit Pflanzensäulen erleidet jedes gegnerische am Kampf teilnehmende Pokémon 4 Runden lang ein Achtel seiner maximalen Kraftpunkte als Schaden. Wenn Feuersäulen nach Wassersäulen eingesetzt wird, wird die Wahrscheinlichkeit für Zweiteffekte 4 Runden lang erhöht. Ebenfalls kann es Lohe-Kanonade erlernen und hat zudem die Fähigkeit Großbrand, welche Feuerattacken verstärkt, wenn das Pokémon schwächer wird. Diese Fähigkeit wird bei Logok durch seine Handgelenke sichtbar, da sie stärker lodern, wenn der Kampf an Intensität gewinnt. Logoks versteckte Fähigkeit Tempo-Schub spiegelt Logoks Schnelligkeit wieder, da man pro Runde einen Initiative-Boost von einer Stufe bekommt. In der Mega-Form hat es ebenso die Fähigkeit Tempo-Schub, was seine eigentlich schon überdurchschnittliche Initiative auf einen sehr hohen Wert bringt. Logok ist ein hartnäckiges Pokémon. Aus seinen Handgelenken werden Flammen ausgestoßen, welche stärker lodern, je stärker ein Feind ist. Trifft es auf einen hartnäckigen Gegner, schießen Flammen aus seinen Handgelenken. Seine starken Beine ermöglichen ihm, über Häuser zu springen. Es erlernt Kampfsportarten, bei denen man Tritte und Faustschläge einsetzt. Alle paar Jahre verbrennen die Federn und neue, weiche Federn wachsen nach. Logok ist dabei der dritte Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe. Es entwickelt sich aus Jungblut, welches sich wiederum aus Flamli entwickelt. Und Logok selbst kann sich seit der sechsten Generation zu Mega-Logok weiterentwickeln. Während sein Basis-Pokémon Flamli nur vom Typ Feuer ist, erhalten Jungblut und Logok zusätzlich den Typen Kampf. Optisch macht sich der zusätzliche Typ bemerkbar.
Das Basis-Pokémon Flamini besitzt mit einer Größe von 40 cm und einem zierlich erscheinenden Körper keinerlei Merkmale, welches das Pokémon bedrohlich wirken lassen. Junglut und Logok jedoch besitzen im Vergleich zu Flamini längere Arme und Beine, welche es den Pokémon ermöglichen, Bewegungen aus Kampfsportarten auszuführen. Auch wirkt der Körperbau der ersten und zweiten Entwicklungsstufe menschenähnlicher und mit einer Größe von 0,9 bzw. 1,9 Metern sind die Jungglut und Logok ebenfalls deutlich größer als die erste Entwicklungsstufe Flamini. Bei allen regulären Starter-Pokémon, so auch bei Flamini, wird die Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe von Flamini zu Jungglut beim Erreichen von Level 16 und von Junglut zu Logok bei Level 36 ausgelöst und die Mega-Entwicklung durch einen Logok Need. Mit der Typenkombination Feuer und Kampf nimmt Logok sowie auch Mega Logok Viertelschaden gegen Käferattacken, halben Schaden gegen Pflanzen, Feuer, Eis, Unlicht und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Wasser, Boden, Flug und Psychoattacken und der Rest macht normalen Schaden.